Yeah. Aber also diese Wiedervereinigung ist ein so großes Thema. Und ich finde, für jeden ist es ja ein emotionales Thema, ne? Die Wiedervereinigung seit 30 Jahren. Ich war eins, ich habe das jetzt nicht am eigenen Leibe mitgekriegt, aber ich finde es immer toll, so authentische Erfahrungsberichte von damals zu sehen, wenn man diese Bilder sieht. Und jetzt gibt es ein 30-jähriges Jubiläum dieses einzigartigen Events. Und wenn wir eine waschechte Ostberlinerin hier haben, eine Jungpionierin, warst du Jungpionier? Ja. Ja? Und wir haben den Grund, warum die Mauer gefallen ist, auch hier, David Hasselhoff. We, the Great Night Show. Yes. I wrote a musical. Oh my God. Doch. That's the same thing. Doch. I wrote a musical. Oh my God. When? Yesterday? Yeah, well, two days ago. Ich hab ein Musical geschrieben über den Mauerfall. Oh my God. Und ich möchte das hier in der Great Night Show premieren. Das sind eure. Würdet ihr mitmachen? Kann ich euch jetzt, David, do you want to be part of my musical premiere of East Side Story, a love story of West and David, East think, Germany? David, think first. No. But I'll do it anyway. David Hasselhoff ist dabei. Yes, of course. Packt ihr das schon mal ein? Can you check this for us? Ihr könnt euch das am jetzt I mal... Olaf? No. Wir no. machen jetzt eine Urinszenierung von einem Musical. Okay. Und wir würden dich gerne als Ostdeutsche haben. Ich mache dann den Westdeutschen. Und dann verlieben wir uns. Und dann ist es ganz viel Emotionen. Wir singen. Und wir sind alle sehr aufgeregt. Die Band hat wirklich wochenlang geübt. Und toll, dass ihr alle... Nora, bist auch dabei. Gibt's Geld? 100. 100 Euro? Ja. Okay, fuck it. Bist du dabei? Okay, ja, dann nehmt eure Texte. Ich hab wirklich Angst an Texten. Ich hab ganz viel. Nehmt die Texte. Everybody in position. I go to my space. You go to your space. Ihr könnt euch das ein bisschen reinschrauben. Dann machen wir gleich ein Musical. Und dann gibt's gleich hier die Uraufführung von East Side Story, dem ganz, ganz tollen Musical. Mit Nora Tschirner, mit David Hasselhoff. Nirgendwo hingehen. Es wird großartig. Mit einem Hit von David Hasselhoff, True Survivor. Die Showband hier in unserer Great Night Show. Wir biegen jetzt ein zum großen Finale. Wir sind fast am Ende der ersten Sendung unserer Great Night Show, unserer Premiere. Es ist alles sehr aufregend. Also wir werden die nächsten 7 Wochen jetzt auch öfter kommen. Und man kann jetzt hier in diesem Times Square, den wir aufgebaut haben, kann man für die nächsten Wochen eine LED-Wand für sich beanspruchen. Also bewerbt euch bei uns. Die E-Mail-Adresse ist hier unten eingeblendet. Und dann könnt ihr eine LED-Wand für euren Business. Es kann ein Business sein, was ihr habt, eine Geschäftsidee, ein Startup. Es kann auch einfach ein Bild von euch selber sein. Wir werden jede Woche eine LED-Wand verlosen. Alle Infos hier runter. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Augenblick. Ich habe mein erstes Musical geschrieben. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen jemandem aus West-Berlin und jemandem aus Ost-Berlin. Und liebe Genossinnen und Genossen, was ihr hier seht, ist das Bühnenbild dieses Musicals über den Mauerfall, das sich dieses Jahr zum 30. Mal jährt. Und wir von der Great Night Show, wir haben alle Register gezogen, wir haben ein gigantisches Star-Aufgebot verpflichtet. Wir haben mit der Band zusammen sehr, sehr viele Lieder umgeschrieben, um dieses einzigartige Ereignis in der deutschen Geschichte gebührend zu feiern. Alle haben ihren Part wochenlang geübt, außer Nora Tschirner, die weibliche Hauptrolle spielt. Ich wünsche allen zu Hause ganz, ganz viel Spaß bei meinem Musical-Debüt East Side Story, eine Liebesgeschichte von West nach Ost. Viel Spaß! Ja, 1989. Berlin, eine Stadt, zwei Staaten, geteilt in West und Ost. Hier beginnt die Geschichte zweier Menschen, diesseits und jenseits der Mauer. Im Osten die Jungpionierin Nora. Im Westen der dem Punkrock zugetane Sohn eines Bonzenschnösels,
Luke. Nora ist niedergeschlagen und bringt dies in einem Song zum Ausdruck. Bin niedergeschlagen, ne? Sehr, sehr niedergeschlagen. Jetzt sitz ich hier allein in Ost-Berlin. Mir geht es gut, ich hab ja alles, was ich brauch. Trabi rau, Dreiraumwohnung und Anbauwand, super Look und Urlaub in Bulgarien mach ich auch toll. Doch wird sie gerne mal was anderes sehen, über die innerdeutsche Grenze gehen, Bananen essen, ob ich sie nicht mehr kann. Na klar. Man hätte sie Levi's Jeans und Coca-Cola light. Und wer von diesem Staat befreit? Mein doch, Retter. Das wird zum Glück einfach nie passieren. Einfach nie passieren. Ich war noch niemals in Heilbronn und auch noch nie in Wuppertal. Geh nie durch Bad Salzuflen in zerrissenen Jeans. Wow. Ich war schon fünfmal in New York. Rosa. Und auch schon dreimal in L.A. War ganz in Ordnung, aber völlig überschätzt. Die Freiheit des Ostens endet jäh am antifaschistischen Schutzwall. Doch auch im freien Westen hat der juvenile Luke so seine Probleme. Ach, ich hab so meine Probleme. Mhm. Freundin, ich hätte so gerne Freundin, so mit Knutschen und Fummeln. Das ist mein größter Traum. So ein Mädchen mit langem blondem Haar wäre toll. Oder braun oder rot, bloß nicht von da. Deutschland wird nicht nur durch die Mauer, sondern auch durch etliche Vorurteile getrennt. In einem spontanen Wutanfall echauffiert sich Nora über die von drüben. Das ist dein Moment. Geil. Das ist dein Moment jetzt nur. Du bist sauer, du bist sauer. Drüben sind alle so arrogant. Es geht nur um Konsum in Westdeutschland. Kapitalistischer Scheißverein. So ein besser Wessi will ich nie sein. Das ist ja unerhört. Ossis, die jammern tagtäglich. Wessis, die sind überheblich. Hübsche Frauen gibt's nur im Westen. Ostmänner, das sind die Besten. Alle sind faul in der DDR. Immer gedopt bei Olympia. SED, Stasi und FKK. Sonst gibt es nichts in der DDR. Ich will nicht schnulzig klingen, aber offenbar setzt sich hier gerade die Liebe über die innerdeutsche Grenze hinweg. Jetzt plötzlich, ja? Okay, cool. Oh. Wow. Wow. Ich glaube, ich trau meinen Augen nicht. Meinst du wirklich mich? Die ist ja total süß und sie ist auf der anderen Seite der Mauer, aber so attraktiv. Ich kann nicht glauben, dass ich mich in so einen verknalle, in einen von drüben. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über die Mauer. Sehr gut, sehr gut. Oh ja. Mhm. Kommt da wer? Läuft. Jetzt versuchen, runter an die Mauer, weißt du? Um jetzt irgendwie zu an den Geliebten ran. Das wäre der Plan.
Ich kann sie hier natürlich leider nicht durchlassen. Genau. Wegen der Brandschutzbestimmung und der Versicherungstechnik. Ich führe hier auch nur Befehle aus. Ja. Und jetzt verzweifelt zu Boden sacken. Sehr gut. An der Mauer und die Hand an die Mauer und die Hand so. Jetzt führt das verzweifelte, herzerwärmende Liebesduett. Und bitte. Osten, Westen, die Wand, die uns trennt, ein Staat doch geteilt durch zwei. Es wär am besten, Grenzen gäb's nicht mehr, Grenzen gäb's nicht mehr. Ein vereintes Deutschland, es wär zusammen, was schon immer zusammen gehört. Dynamo wär deutscher Meister. Unsere Hauptstadt wär Bonn, das wär toll. Und Wolfgang Lippert moderiert. Vielleicht wär denn das. Nein, das wär Quatsch. Ich muss sagen, Sie, was sehen wir hier gar nicht gerne. High five übernehmen wir auch. Storno. Eine schöne Vorstellung haben die beiden da von einem vereinten Deutschland. Doch werden wir davon wohl nichts erleben. Aber, junger Mann? Ja? Sagen Sie mal, warum beschweren Sie sich? Ich meine, Sie leben doch hier im Überfluss. Hä? Stimmt. Wir leben hier wirklich im Überfluss. Ich meine, wenn man sich das Ganze mal anguckt, geht's uns ganz gut, oder? Hier im Westen gibt es alles. Richtig? Gutes Zeug. Es gibt Kaviar. Wir haben sogar Champagner. Der heiße Scheiß von heute. In das verknallt bin, die lebt nun mal in Ost-Berlin. Lass mich dort rüber, diese Teilung ist Schwachsinn. Lass die Mauer sein, reiß diese Mauer jetzt ein. Lass mich nach Berlin Ost oder mich nach Berlin West. Mach mal ein bisschen Glasnost, denn die Mauer sie stresst. Das geht schon 40 Jahre, das kann doch wirklich gar nicht sein. Reiß diese Mauer jetzt ein. Und nochmal. Reiß diese Mauer jetzt ein. Oh. Ich muss sagen, ich halte es für völlig übertrieben, aber jugendlicher Unmut scheint sich in der ostdeutschen Hauptstadt breit zu machen. So, und dann jetzt hier demonstrieren, oder was? Und singen. Sie okay. Wollen doch jetzt singen, bestimmt. Wahrscheinlich, ja. Ne? Ich spüre auch gerade sowas. Und zwar sowas. Zum Titelsong von Vajana. Was? Nein, oh Gott. Kannst du mich bitte synchronisieren? Ich bin dafür zu alt. Kennst du das nicht? Nee, kannst du das synchronisieren? Warte, ich mach ich, das ich bin dann so Flöße. Du singst und ich meine, kennst du das nicht? Nein, Mann. Okay, dann sing, beweg die Lippen. Ich weiß, jeder hier in diesem Staat ist glücklich. Hier in diesem Staat, vieles ist nicht perfekt.
Stasi-Mauer SED und Schießbefehl nennt ihr das demokratisch? Für mich passt das einfach nicht. Jetzt marschieren. Sie geht stolz voran und es macht sie stark. Und sie hofft, dass sie jetzt mal drüber kann. Lass mich doch zu ihr, Erich Honecker. Was ist los mit dir? Und jetzt marschieren, alle zusammen. Sie marschieren, demonstrieren und sie wollen, dass es endet. Ein Schwarz-Rot-Gold, wir sind das Volk. Sing! Und es scheint eine Stimme, ruft laut, komm doch zu mir. Jetzt ist es Zeit, zeige mir den Ort hinterm Horizont. Wir marschieren, demonstrieren und wir wollen, dass Seite der Mauer. Seht nur, da auf dem Balkon der Prager Botschaft. Was macht denn der Genscher da? Das ist der verrückteste Abend meines Lebens, Leute. Ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise... Yeah! Ja, und außerdem noch was. Ich geb euch auch Begrüßungsgeld, 100 Mark Begrüßungsgeld für einen Bestausflug ins Shoppingglück. Dann kauft euch alles, was ihr wollt, Kassetten, Radios aus Gold und dann fahrt bitte schnell wieder zurück. In diesem Moment wuchs Deutschland nach 40-jähriger Trennung wieder zu einem Land zusammen. Trotz vieler Vorurteile und Unterschiede, die es vielleicht auch in 30 Jahren noch geben wird. Vor allem wegen der Landtagswahl im Osten. Aber auch wenn die zwei Fragmente noch viel Zeit für ihre Annäherung benötigen, sind es ja vielleicht gerade die vielen kleinen Unterschiede, die dereinst die Einheit ausmachen werden. Denn Ost- und Westdeutschland gehören zusammen. Wie die beiden Seiten einer D-Mark-Münze. Der D-Mark, die es auch in 30 Jahren immer noch geben wird. Ja, ja, die D-Mark, die wird es ganz bestimmt in 30 Jahren noch geben. Aber sag mal, in Prag dürfen die jetzt ausreisen. Aber wann fällt hier endlich die Mauer? Na, also laut meiner Information ist das sofort. Also das ist unverzüglich. Olaf! I've been looking for freedom. I've been looking so long. I've been looking for freedom. Still the search goes on. Still the search goes on. I've been looking for freedom since I left my hometown. I've been looking for freedom. Still it can't be found. Hey Leute, wenn ihr Zeit seid, könnt ihr mich schon mal runterlassen. Ich muss auch gleich die Show moderieren. Das Quiz, für das Jörg Pilawa keine Zeit mehr hatte. Faisal Kabusi. Bis nächste Woche. Tschüss. Still the search goes on.
Hallo? 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 Dranbleiben. Supergeile Show. Super die Show. Besser als dieser Scheiß hier. Jetzt holt mich euer Management. Hallo?